Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Fäule. Ja, und ich spiele mit den Perks Geißelhaken, Schmerzensecho, Totenschalter, kein Ausweg und korrupte Intervention und habe außerdem zwei Addons mit. Und zwar die beiden Superpräparate, einmal Präparat 21 und außerdem Präparat 31. In die Richtung. Das eine macht, dass wenn ich gegen Objekte pralle, dann sehe ich die Position der Überlebenden. Das andere macht, dass wenn ich gegen eine Palette oder gegen einen Generator pralle, dann zerstört das. So. Mensch, Twilight, ich leuchte doch super krass. Das haben wir auch zerstört. Mal. Ja, der hat sich hier versteckt neben dem Mülleimer. Einmal. So. Aber neben haben wir zumindest rausgeholt aus ihm. Schön, schön. So. Na. Ach, schade. Ich dachte, ich komme noch irgendwie rum. Ein Gen haben sie schon geschafft. Okay. Schön, Twilight. Jetzt habe ich dich. Zwei Gens haben sie schon gemacht und einen Totem gesegnet. Wenn man jagt hier einen Überlebenden, direkt 10 Sachen passieren. Überlebende schlafen nicht. Okay. Damit holen wir uns zumindest direkt Geißelhaken. Kracht aber nirgends, weil ich meine, die Generatoren, an denen sie gearbeitet haben, die sind jetzt halt schon durch. Einmal. Sie haben hier direkt den Segen aufgestellt. Ich werde ihn direkt rausnehmen. So. Feng ist also hier unten lang, da lang weg. Palette zerstört. Und ich klebe halt direkt wieder am Hintern. Deshalb ist dieses Präparat 33 so verdammt mächtig. Hallo, Jake. Anna. Was? Wo ist der? Ich hab's einfach nicht gebacken bekommen. Der ist einfach weggegangen. Ja, das ist ja die Schrottlaube. Hab ich dich? Die so, an der man so lang schlittert. Heißt, da kam ich jetzt schön hinterher. Okay, ich denke mal, an dem Gen sind sie. So, sie schreien. Der Gen dort hinten ist versperrt. Hallo, Überlebende. Ihr seid schon weg. Das gibt's doch gar nicht. Wow, gibt's auch nicht. So, das war's mit der Palette. Okay, hätte gedacht, dass sie die Tür nimmt. Gut gemacht. Halt sehr gut ausgewichen, ne? Okay. So, ich fress Paletten. Den lieben langen Tag. Und meine Maus ist mein Lasso, wenn ich hier versuche, den Überlebenden hinterher zu kommen. Okay. Das war gerade Präparat 21, das mir einfach gezeigt hat, wo sie langläuft. Sehr, sehr nützliches Addon. Aber die Addons sind halt super mächtig, mit denen ich hier spiele. Heißt, man hat mit denen wirklich, ich will jetzt nicht sagen, immer ein leichtes Spiel, aber es läuft zumindest mit denen ganz gut. Der Generator hat immer noch Funken. Von dem haben sie gerade losgelassen. Hier haben sie ein neues Segentotem hingepackt.
Zack. Okay, niemand nah, niemand in Schränken. Sie haben den nächsten Gen gemacht. Okay, dort unten den. Der Generator geht noch zurück, der geht noch zurück. Ich sehe keine Rennspuren. Dort oben sind zwei Leute. Okay. Einmal. So, gleich. Da ist ja was gegen was gelaufen. Hast du hart im Nehmen? Ja. Hab ich dich. Perfekt. Du kommst mit. Dort hinten läuft eine Fang lang. Wir haben im Moment drei Zeichen für keinen Ausweg. Was schon mal super ist. Heißt, die Tore werden dann auch ein Stückchen versperrt sein. Schaffe ich das noch? Ja, ich denke schon. Perfekt. Ich wollte halt extra wieder den Geiselhaken hier holen. Hab ich dich? Da habe ich sie gehört. Zum Glück. Es sind halt wirklich sehr, sehr mächtige Addons, mit denen ich hier spiele. Das muss ich immer wieder betonen. Es sind starke Addons, aber man darf es auch mal. Okay, irgendjemand segnet wieder Totems. Finde ich frech. Der Djinn geht immer noch zurück. Wie kann denn das sein? Der ist jetzt zurückgegangen. Ne, der ist immer noch zurück. Okay. Ich denke mal, hier drin haben sie wieder gesegnet. Yep. Ihr Lieblingssegen-Totem. Dass man sich auch da auch immer wieder drum kümmern muss, ne? Ich meine, das ist halt irgendwie ulkig. Die Idee von den Devs war ja, mit den Segen-Totems dafür zu sorgen, dass Überlebende was zu tun haben. Überlebende müssen ihre Zeit verwenden, um irgendwie ein Totem zu segnen. Man bekommt als Killer mehr Zeit. Und worauf läuft es drauf hinaus? Killer muss 1000 Jahre lang irgendwelche Totems auspusten. Sie sind wieder dran. Ansonsten heilen sie sich halt mit Super Speed. Oder auch nicht nur mit Super Speed. Sie heilen sich halt alleine, wie als hätten sie ein Medikit. Perfekt, damit haben wir wieder dort die Leute geärgert. So. Das gibt's halt nicht. Mach das aus! Ich weiß nicht. Präparat 21 in Töller kam, okay. Durch Kollegen hier. So. Okay. Ist schon mächtig. Oh. Hab ich dich? Trotzdem, ne? Trotz dieser Perks, dieser Addons, sind die Überlebenden so gut, dass sie halt schön fleißig die Gens durchziehen. Okay, hier ist auch kein Geiselhaken in der Nähe. Und jetzt nur noch einen machen müssen, ne? Dafür sind sie jetzt nur noch zu zweit. Warte mal. Ich hätte gerade eben wieder einen Enthüller bekommen. Aber ich habe niemanden gesehen. Wusste ich's doch. Fang. Schade. Hab ich dich? Dort unten sind Haken. Zum Glück. Ich weiß gar nicht, Twight hatte ich glaube ich noch gar nicht die Runde, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hep. Nee, Feng hatte ich noch gar nicht. Twight hatte ich auch schon. So. Eigentlich hier irgendwo was, irgendwo abbouncen. Um zu gucken, ob hier jemand sitzt, aber ich glaube, hier ist niemand.
Da wurde auch schon gerettet. Zwei Leute raus. Einmal. Wunderbar. Okay. Nur noch Dwight und Fang leben. Also ich glaube, die werden hier nicht den letzten Gen schaffen. Also nehmen, haben wir immerhin auch schon mal raus. So ist es halt, ne? Hui, ui, ui. Sehr schön gemacht. Hab ich dich. Die klicken immer mit der Taschenlampe, nicht um mich zu provozieren, sondern weil sie dann, weil ihr Charakter dann sozusagen in die Blickrichtung direkt verzogen wird und sie damit einen besseren Dreher hinbekommen. Zumindest habe ich mir das mal sagen lassen. Und Chap. Der Gen dort hinten kracht. Okay. Ich denke auch nicht, dass die Fang jetzt noch irgendwie Gens machen wird, ne? Gibt es eine Opfergabe für die Falltür? Nein. Ich habe keinen Enthüller bekommen, heißt, ich gehe weiter. Vielleicht rettet die Fang, ja? Ich glaub's aber nicht. Also zumindest würde ich eher jetzt in der Situation nach der Falltür einfach suchen. Das gibt's nicht, Fang. Ist das wieder der, dieses Totem hier? Nein. Irgendein anderes. Aber wenn wir den Segen finden, haben wir Fang. Jetzt hinten war irgendwas Rotleuchtendes. Mein Haken. Warum hänge ich mir so rotleuchtendes Zeug an meinen Haken? Verdammt! Ich dachte, das wären die Rennspuren gewesen. Okay, da wurde noch Dwight gerettet. Sehr schön. Okay. Eigentlich wurde ich so schön dran vorbei, aber war wohl nicht drin. Einmal. Da hätte ich, das, ich glaube, das sind so Schwünge, na, schwierig. Da hätte ich eher an den Ball, an den daran anprallen müssen, dann an dem Baum und dann hätte ich da den Bogen geschafft. Indem ich halt mich voll in die Kurve lehne, schwierig. Dwight hat sich auch geheilt. Sind die jetzt beide hier in der Nähe? Ich meine, könnte schon sein. Aus! Ich meine, die werden halt jetzt auch keine Gens mehr machen, ne? Die werden halt jetzt nur noch retten oder, ja. Na gut, Leute. Wo ist Dwight dort hinten? Dann bringen wir es jetzt zu Ende. Indem wir Dwight killen, kann die Fang wenigstens die Falltür suchen. Mal. So. Der hat noch hart im Nehmen. Oh, ich hab mit meiner Maus nicht hinterhergekommen, aber ich glaube, ich hätte es auch nicht getroffen. Vor allem, wie lustig, die Fang sind hier wieder am Totem, ne? Hab ich dich? So, also Fang war hier zumindest in der Nähe. Ob sie es immer noch ist, keine Ahnung. Ist sie. Hab ich dich? So. Ich werfe Dwight ab. Ich nehme mir Fang mit und Dwight wird sich dann freiwickeln. Und dann haben wir nochmal eine Jagd zum Schluss. Nein, sie steht hier direkt neben mir und macht das Totem. Was soll ich denn tun, Fang? Dann hole ich sie mir natürlich. So, und du hängst. Du bist raus. Und wir holen uns Dwight. Das gibt's doch nicht mit dem Totem hier, ne? So. Okay. Also, nehmen es aus ihm raus. Aber schön für ihn, dass es schon wieder hatte. Dich. Gut, damit haben wir alle bekommen, ne?
War nochmal spannend hier. Die letzten beiden haben wirklich gekämpft bis zum Schluss. Echt krass. Also ich glaube, ich hätte mich da in dem Moment, wäre ich am Haken gewesen, hätte ich mich am Haken sterben lassen und als Überlebender hätte ich mich versteckt, um dann halt die Feinde zu suchen, um eine Chance aufs Entkommen zu haben. Aber nee, die haben durchgezogen und gekämpft und zumindest versucht bis zum Schluss mit ihrem verdammten Segen. Naja, gute Runde. So, wir haben alle geschnappt. Die Addons waren halt auch sehr gut. Die haben mir wirklich in der Runde stark geholfen, sage ich mal. Okay, und wir haben auch reichlich Paletten damit zerstört. So, good game, well played. Ja, gute Überlebende. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!